Hello, people! Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario! Ja. Jetzt haben wir die Sui Memory 2. Also der gute Sui, der sich daran erinnert. Wow, Scheide. Eigentlich heißt das ja Scheiße. Aber Scheide hört sich halt irgendwie hübscher an. Okay. Wow. Hilfe? Gott, no. Nope, nope, nope. Okay. Jetzt nochmal zur Sache Sui's Memory. Das heißt, also hier werden einfach irgendwelche Levels recycelt, wie im ersten Teil. In einem ähnlichen Level, weil Memory heißt der Erinnerung und das sind die Erinnerungen an diesen Hack. Hier am Ende werden alle Erinnerungen nochmal hochgeworfen. Damit man irgendwie nochmal an den Anfang zurückkehrt, wenn alles Begonnene geendet hat. Man muss ja alles nochmal Revue passieren lassen. Und deswegen finde ich eigentlich solche Memory-Level, die macht Sig ja auch öfters mal in seinen Special-Welten, finde ich solche Level eigentlich ganz hübsch. Weil da lernt man nochmal kurz die Facetten eines Hacks in einem Level kennen. Frag mich nur, wie viele Level er jetzt davon genommen hat. Ach Gott. Ach Gott, Menno, Menno, Menno. Ach Gott, wow. Miau. Ach Gott. Hilfe, wow. Ach Goethe. Oh mein Goethe. Oder soll ich lieber sagen, oh mein Schiller, oh mein Lessing, oh mein Rilke. Oder wie viele andere altertümliche Schriftsteller es da noch gibt. Ach, Manometer. Mann! Oder wen gibt's noch? Oh mein Hesse. Oh mein, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ah, Leute, ich bin jetzt wieder zu ruhig. Ich weiß, ich bin wieder zu ruhig. Aber irgendwie bin ich nicht immer so eine riesige Labertasche. Eine Labertasche, die aber so macht. Laber, 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 laber. Sowas bin ich halt von Natur aus eigentlich nicht so. Von daher verzeiht mir, wenn ich manchmal etwas ruhig bin. Mein Gott, und was soll hier eigentlich diese riesige Käsescheibe im Hintergrund? Die ist ja schon so braun geworden, dass sie schimmelt. Sieht zumindest so aus. Also wir haben ein riesiges braunes, schimmelndes Käsestück im Hintergrund. Mein Gott. Wer das auch immer auf diesen schwarzen Untergrund mit irgendwelchen Flecken gepackt hat. Wahrscheinlich ist das irgend so ein schwarzes Tablett im Hintergrund gewesen. Okay, das hier sieht zumindest nach Realität aus. Wow. Auch wenn ich mich frage, was sollen diese Blöcke in der Natur? Was sollen die da? Ja. Aber das muss der Hackersteller selber wissen. Er erschafft sich seine Realität, durch die er den Spieler hetzen kann.
Okay, hier gibt's einen Wasserfall bei Nacht. Mit pechschwarzem Himmel. Okay. Aber ich finde es interessant, dass die Wasserfall-Animation überhaupt da ist. Offenbar wurde die schon mit dem Grafiken-Set irgendwie mitgeliefert, also, dass man die einfügen konnte. Oft war es ja auch so, dass mit Grafiken einfach HDMI-Codes mitgeliefert wurden, mit XGFX, meine ich, glaube ich. Und ich glaube, alle, die kein SMB hacken können, durften jetzt, glaube ich, nicht kapieren, worüber ich jetzt laber, aber... egal. Hab auch schon lange nicht mehr gehackt. Von daher bin ich da sowieso ein bisschen raus. Ach Gott. Was ist denn das hier eigentlich für eine Musik? Eigentlich passt die nicht wirklich zum Wasserlevel. Okay, okay. Mann! I hate you! Oh nö, jetzt geht das schon wieder los. Oh, stopp. Ach Gott. Miau, wow. Ach Gott. Hilfe. Ach, Manometer. Oh, jetzt haben wir den Midway Point. Manometer. So. Also, jetzt sind wir in der vierten Welt. Ist das nach Welten eigentlich geordnet oder nicht? Aha, jetzt sind wir in der fünften Welt. Scheint wirklich geordnet zu sein. Dann haben wir jetzt zumindest... können wir uns zumindest orientieren, wo wir sind, war denn hier jetzt eigentlich. Okay. Okay, Welt Nummer 6, hallo. Diese Berge da hinten, diese Gletscher hinter uns, sehen irgendwie aus wie Kackhaufen, wie von der Farbe her verändert wurden. Ja. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Wer hat sich nur diese Grafiken ausgewählt? So, jetzt haben wir wieder dieses schwarze Tablett mit den grünen Schimmelflecken und der verschimmelten Käsescheibe im Hintergrund. Ich weiß nicht, wer sich das hier ausgedacht hat. Ja. Okay. So. Mein Gott, und da ist doch das Rest vom Rest vom Ofenfeuer. Okay, hier haben wir jetzt abgeschnittene, verstückelte Burgen im Hintergrund. Okay, und hier kann man bequem links springen. Gut. Okay, hoja ho. Also. Ja, toll, ich kann kein Japanisch, du Sack. Na naja, nützen da deine Buchstaben auch nichts. Okay. Jetzt stopfst du mich mit Leben zu. Dankeschön. Mann. Spiel. Sodele. Manometer. Oh, dann werden wir jetzt das große Final Castle machen. Aha. Wieder die übliche Geschichte. Okay, ich muss wohl alle Räume zeigen. Hier haben wir Thwompies. Wow. Wobei man aber sagen muss, die Musik ist toll. Die passt irgendwie auf den Final Castle. Wow, scheiße, was ist das denn? Lustig? Ich weiß nicht, ob ich das lustig finden soll oder ob ich das gemein finden soll. Ich glaube, das ist einfach nur beides, diese Aktion gerade. Wobei man allerdings sagen muss, der Rest ist hier im Vergleich dazu irgendwie viel zu einfach. Auch wenn da jetzt so ein Viech kommt. So. Ich werde erstmal hier in diese ersten Türen reingehen. Okay, Lava und Wasser. Okay, jedenfalls können wir uns merken, dass wir die eine Tür schon erfolgreich gezeigt haben. Dann müssen wir, wenn wir jetzt sterben, die andere nehmen. So. Ich bin jetzt ausnahmsweise mal vorsichtig. Auch wenn man das ja sonst nicht von mir kennt.
vorsichtig sein ist mir ja sonst immer ein Fremdwort in diesem Spiel. Mann! Du bist gemein. Du Teil. So. Okay, zumindest haben wir jetzt schon mal im ersten Raum erfolgreich erledigt. So, wir müssen uns jetzt nur mal hier wieder Dingsbums holen. Okay, die Forms haben wir schon, jetzt kommen die blöden Segen dran. Na lustig. Ich finde es wieder interessant, dass man die Palette so gemacht hat, dass man diese Linien, auf denen die sich im Land bewegen, nur recht schwer erkennen kann. Aber man kann die gerade noch so erkennen. Allerdings halt nur schwer, weil sich das mit dem Hintergrund irgendwie beißt. Gott. Mann. Spiel. Hilfe. Spiel. Du willst doch den armen Spieler jetzt quälen. Ich mag dich nicht, Spiel. Ich bin das kleine Baby. Oder Tierquäler sind auch nicht gerade nett. Ich könnte jetzt 3000 Millionen Tiere sein. Miau. Uff, uff. Ja, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ja, Tierquäler sind genauso schlimm wie Kinderquäler. Deswegen musste ich jetzt mal schnell alle Tiergeräuschlein nachmachen. Weil das wusste ich jetzt. Auch wenn es null Sinn macht. Und eigentlich ziemlich hirnlos ist. Es ist mir wurscht. Ich mach das so, wie ich will. Ach Gott. Wow! Gute Sache. gute Sache. Ich glaube, wir wählen jetzt nochmal den Laberaum, weil den haben wir ja letztes Mal nicht geschafft! Ich hasse dich, du Leckspiel. Okay, das ist ja zumindest eine gute Gelegenheit, einen kleinen Cut zu machen. Bis dann. Tschüss! So, mit dieser wunderschönen Begrüßung heiße ich euch zurück zu Let's Play. Diesen Raum mit den Flammen. Ich bin gerade ein bisschen erkältet. Man muss halt vorsichtig sein. Und aufpassen, dass man nicht getötet wird. Okay. Mein Gott, warum ist dieser als eine Feuermist-Dingsbums noch da? Ach Gott. So, jetzt können wir zumindest hier machen. Oh Gott, Kamek, ich hätte es wissen müssen. Oh, ich will ja unbedingt alle Räume zeigen. Das ist selber die Challenge, die ich mir selber stelle. Ach Gott. Ja. Gott, wow. Hilfe. Ich habe Angst. Aber zumindest hat es einen Vorteil. Ja, das war das hier schon mal. Diese Aufnahme schon mal beibehalten können, weil da ein Raum geschafft wurde. Bis dann. Tschüssi. Hello, people. So, jetzt werden wir uns an diesen hübschen Raum wagen. Oh, mit Fischen und Viechern. Hilfe. Oh, nö, das ist gemein, Spiel, sowas. Solche engen Räume, die sind wirklich gemein. Mein Gott, ich glaube, als Großer hätte ich hier wirklich die Arschkarte. Weil hier ist es wirklich dermaßen eng.
Okay, oben kann man noch durch. So. Diese Aufnahme kann man wenigstens jetzt auch benutzen. Da bin ich schon mal froh. Okay, jetzt müssen wir nochmal versuchen, diesen Raum zu schaffen. Dann wäre ich noch froh. Ja, ich nehme jetzt jeden Raum einzeln auf. Zack, zack, zack. Wow. Miau. Ah ja. Warum sage ich jetzt Miau? Zumindest diese Aufnahme können wir auch benutzen. Wir haben einen Raum geschafft. Juhu. Hello, people. So. Hier ist übrigens ein Pilz. Den habe ich übersehen. Ja. So. Dann machen wir jetzt wieder weiter. Und eigentlich war es ein Fehler, dich zu töten, glaube ich. Ja, leider. Man braucht das nicht. Aua. Okay, Ducke. Oh, komm her. So, jetzt mach erstmal den Block weg. Und dann den da. Ja, genau, den da meinte ich. Wow. Das war wieder ein Fehler, ein Versehen. Warte, war. Okay, dann haben wir wenigstens Zeit, die Viecher umzubringen. So. Also, da kommt noch ein Viech raus. Gut. So. Dieser Raum ist ja aber auch ein bisschen fies. Okay, da ist er endlich vorbei. Okay, aber ich finde es schade, dass diese Viecher genannt Koopa da nicht rausgeht. Okay, der fällt wenigstens in den Lava. Okay. Okay, jetzt fallen die da wenigstens runter. Oh Gott, und geschafft. Wow, da können wir das wenigstens auch hochladen. Und jetzt kommt noch ein Raum. Hilfe. Okay, wenigstens gibt es hier noch einen Pilz. Gut. Uah. Mein Gott. Wie viele Bullet Bills auf einmal soll es hier denn geben? Hilfe. Okay, ein Raum ist geschafft. Das heißt, abspeichern. So, Leute, ich habe jetzt wieder aufs Spin Machine gespielt und jetzt machen wir diesen Raum. Wow, das ist ein bisschen gemein hier. Präzisionsjumping nennt man sowas. Oh Gott. Das ist ja ziemlich starkes Precision Jumping hier. Ach Gott, und? Dams. Oh, rein mit dir. Gut, dann hätten wir das auch geschafft. Und wir dürfen nochmal abspeichern. Okay, jetzt. Hoffentlich werden wir jetzt da besser abschneiden als beim letzten Mal. Ja, selbst mit der Feder, die eigentlich alle bösartigen Homing-Viecher wegbashen kann, schade. Na gut. Aber ein Raum ist geschafft. Das heißt, saven. Hello, people. Willkommen zurück zu Let's Play Dingens Booms. So. Jetzt geht es in den Höllenraum mit den Bullet Bills, den wir jetzt auch nicht schaffen. Nein! Oh. Warte. Okay. Ruhig Blut bewahren und einfach durch hier.
durch. So. Okay, wir haben es geschafft. Gut. Geschafft. Okay, wir sehen uns gleich in einem anderen Raum. Tschüss. Hallo, Leute. So, jetzt gehen wir mal hier rein in diesen Raum. Das ist der letzte, den wir schaffen müssen. Dann muss ich euch nochmal mit dem alltäglichen Bowser-Kampf quälen. Und dann haben wir es endlich geschafft. Mit diesem Hack. Gut. Oh, es war aber ziemlich aufwendig, dieses Castle jetzt aufzunehmen, wegen vieler Ausflugversuche. Ja, wie ihr seht, haben wir jetzt hier so viele derartige Dinger. Ja. Also Bleistifte des Todes und Walzen des Todes. Wobei die Walzen noch mal einiges tödlicher sind. Boah, shit. Oh, geht auch mal schneller hoch. Mein Gott, runter gehen sie schnell. Aber wenn es darum geht, hochzugehen, das dauert ein paar Milliarden Jahre. Okay. Vorsicht. Da habe ich eben bei dem letzten Aufnahmeversuch den Fehler gemacht, dass ich da zu schnell untergegangen bin, dass ich das überstürzt habe. Okay. Wie lange geht denn das da jetzt noch weiter? Mein Gott. Okay, was sollen diese Bleistifte da oben? Da verstehe ich den Sinn auch nicht. Weil angreifen können die mich ja nicht. Okay, dann hätten wir diesen Raum geschafft. Und selbst falls wir jetzt dummerweise beim Bowser-Kampf verrecken sollten, wir können diesen Raum jetzt abspeichern. Gut. Ich habe zwar von diesem Endabschnitt den Sinn nicht so richtig verstanden, aber egal. Weil das aber peinlich wäre, wenn wir jetzt beim Bowser sterben würden. Ist mir aber schon mal passiert, einfach aus Unaufmerksamkeit. Okay, danke, dass du mir einen Pilz gibst, Peach. Endlich ist die mal zu etwas Nütze, weil sonst lässt sie sich ja immer nur von Bowser entführen und will gerettet werden. Das ist ein bisschen unvorteilhaft. Die könnte ihre Truppen mal im Schloss etwas besser stationieren und Bowser festnehmen. Aber nein, sie lässt sich aber millionenmal entführen. Also Peach sollte mal etwas daran arbeiten. Man könnte mal fast meinen, dass sie gerade will, dass sie entführt wird. Und Mario könnte sich einfach sagen, öh, lass die Olle doch mal liegen. Aber der meint ihr natürlich immer retten zu müssen. Was findet er nur an Prinzessin Peach? Naja. Die versucht ihn ja gerade regelrecht in Lebensgefahr zu bringen. Na gut, auch wenn sie jetzt mal kurz ein paar Pilze gibt. Das ändert auch nicht viel daran. Man muss ja seine Absichten ein bisschen verbergen, oder? Okay, ich behalte diesen Mecha-Koopa oder wie die Viecher heißen, einfach mal hier. Wow. 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 Ach Gott, wow. Ja. Ach Gott. Okay, jetzt wird Mario mal geknutscht. Nur deswegen sie retten, damit sie ihn mal knutscht. Ich glaube, wenn sie sich ständig entführen lässt, hat Peach Mario eh nicht lieb, aber das ist was anderes. Hack Programmer Sui. Hack Special Thanks Carol. Zig, da ist Zig. Kokunai, SMB Central, Main Director, ja, das sind die Original Credits. Okay, ah, da ist aber Shigeru Miyamoto, auf den wollte ich nochmal hinweisen. Okay, in der seltsamen Weise gab es eine japanische Version auch schon den Text Thank You, die Gegner sind schon in Englisch. Warum denn eigentlich? Naja, wer weiß.
Okay, jedenfalls ist dieser Quark hier jetzt unverändert. Ich muss nur irgendwie nach vorne kommen und ja. The End, ja. Wie schon tausendmal in tausend anderen Ecks, sage ich jetzt hier an diesem The End-Bildschirm, dass der Hack zu Ende ist. Ja, und es gibt noch einen dritten Hack von Sui. Ich glaube, Sui Luigi heißt der. Den werde ich jetzt hier nach gleich spielen. Ist dann Tschüssi. Kowski Martikus Malusia.